Ich befinde mich in dem Gebäude Bader Straße 1, der sogenannten Alten Apotheke, hier in Greifswald am Greifswalder Fischmarkt. Der Gebäudekomplex konnte im Jahre 2001 unter hohem finanziellen Aufwand weitgehend erhalten werden und ist heute sicherlich ein Denkmalschatz für die Greifswalder Altstadt, aber auch über die Stadt hinaus. Eine der markanten Merkmale dieses Kellers ist die Holzbalkendecke. Ein ganz wichtiges Element für die städtebauliche Gestaltung sind die sogenannten Brandmauern. Die befinden sich immer zwischen zwei Häusern, also eine Mauer als Grenzmauer oder auch als Trennmauer. Also Räume, die ein Wandpanel oder eine Vertäfelung aufweisen wie dieser, sind in der Regel auch höherwertigere Räume. Sie sollen die Wandflächen natürlich hinsichtlich Repräsentation und Ausschmückung des Raumes ein bisschen hervorheben. Die Alte Apotheke heißt dieses Gebäude, weil es neben der Ratsapotheke, die es ja schon seit dem 16. Jahrhundert gibt, die älteste ist. In diesem Büro sehen wir, wie lange sich eine Holzkonstruktion so erhalten kann. Das Wichtigste in diesem Raum, man sieht halt den konstruktiven Aufbau des Fachwerkgerüstes aus dem 15. Jahrhundert. Das Schöne und Interessante an diesem Raum sind die an den Innenwänden erhaltenen, in neugotischem Stil ausgeführten Wandmalereien, das es in dieser Form so in Greifswald eigentlich nicht nochmal gibt.